Hey Leute, wir stellen euch heute RoboCraft vor. Hier könnt ihr mit einfachen Materialien eure Roboter selber bauen, mit denen ihr dann später gegeneinander kämpfen könnt. Wie ihr seht, ist das hier der Startroboter, den ihr als erstes in eurer Garage habt. In eurer Garage habt ihr die Möglichkeit, drei oder auch weitere Roboter in der Garage unterzubringen. Ihr könnt hier verschiedene bauen und dann könnt ihr die hier reinpacken. Zack, und dann habt ihr hier einen neuen Platz. Und dann könnt ihr da drin was Neues bauen. Wir bleiben mal hier bei dem ersten und ich erkläre euch ein wenig, was ihr da machen könnt. Ihr könnt mit der linken Maustaste einzelne Cubes überall hinknallen, wo ihr möchtet. Wenn ihr sagt, die sind doof, die wollt ihr nicht, ihr möchtet andere, dann sucht ihr euch aus der Liste, die ihr habt, mit Q, also mit Q, andere aus. Zum Beispiel hier den hier, jetzt ist der natürlich ein bisschen verkehrt rum. Ihr wollt, dass er schräg ist nach hinten. Dann könnt ihr mit dem Mausrad den so hin platzieren, wie ihr möchtet, und packt den hier hin. Wenn ihr die X-Taste drückt, seht ihr auf der Mitte hier einen Streifen und dann könnt ihr parallel nebeneinander diese Würfelstücke, Bauteile hinsetzen, so wie ihr es haben möchtet. Natürlich muss alles an einer bestimmten Plattform fest sein. Ihr könnt keine Sachen irgendwo in die Luft hinpacken, das wird dann später gelöscht werden. Also könnt ihr hier nicht einfach in die Luft irgendwas bauen. Das muss schon irgendwo mit dran sein. Also Ecke an Ecke, so wie hier zum Beispiel hier oben eine Ecke dran machen, funktioniert nicht, deswegen wird das auch nicht angezeigt. Natürlich könnt ihr jetzt hier drei Klötze hin machen und das in der Luft und dann macht ihr die Klötze weg, dann wird aber auch das, was in der Luft schwebt, entfernt. Mit der rechten Maustaste könnt ihr die einzelnen Teile bequem entfernen, bis nichts mehr übrig ist. So ungefähr. Und hier seht ihr dann auch schon, was ich meine, was in der Luft schwebt, wird dann nachher entfernt. Ja, wenn ihr die E-Taste drückt, könnt ihr zum Battle kommen. Das heißt, hier ist der Battle Mode. Ihr könnt ihr ins Practice, um euren Roboter ausprobieren oder einfach ein ganz normales, kurzes Match. Über Classic. Über Battle Mode ist es ein längeres Match, da könnt ihr auch wiederbelebt werden. Gibt natürlich mehr Money, hier diese RP und mehr TP, wo wir auch schon bei dem Tech 3 sind. Das hier ist euer Tech-Baum. Und hier seht ihr auch, dass ihr in verschiedene Richtungen könnt. Unter anderem supportende Sachen nach unten, so wie Radar oder dass man schlechter entdeckt wird. Auf der linken Seite seht ihr die Antriebsdüsen. Hovercraft, ja, Propeller. Dann sind hier noch Ketten, mit denen ihr im Schnee zum Beispiel besser fahren könnt. Dann gibt es hier so kleine Flügel, größere Flügel, Propeller, kleine Propeller und verschiedene Reifentypen und Spinnen, Beine, ja. Muss man dann mal ausprobieren. Hier oben sind die fettesten Reifen. Hier unten sind die dünnsten. Das heißt, ihr arbeitet euch von der Mitte aus vor, da hoch, je nachdem wohin. Ihr seht dann auch immer, hier steht ein T3 dran oder ein T4, T5. Das heißt, je weiter ihr kommt, umso mehr ihr freigeschaltet habt von diesen Punkten her, müsst ihr dann später auch hier, seht ihr das, bis X weitere Punkte sammeln. Ich werde euch das auf jeden Fall mal zeigen, wie das funktioniert. Wir haben jetzt einen T1-Roboter, also können wir nur T1-Kämpfe machen, also können wir auch nur T1-Belohnungen sammeln. Wenn wir danach unseren Roboter so groß bauen, dass der irgendwann auf T2 wandert, weil er einfach zu viel hat, zeige ich euch, links oben ist die CPU und wenn die dann mit jedem Teil höher wird, 222, 224, 26, steigt auch unten auf der Leiste. Hier seht ihr das. Mit F1 könnt ihr den Zeiger aktivieren. Seht ihr, hier steigt das Tier dann gleichzeitig mit. Umso mehr ich mir hier drauf baue, umso höher steigt das Ding. So, mit Escape kommt ihr dann wieder aus diesem Cursor-Modus raus. Wir gehen wieder auf E, gehen wieder auf diesen Tech-Baum hier. Und hier seht ihr auch, hier sind noch Skier. Kann man probieren, Skier zusammen mit Düsen auf Schnee, warum nicht? Und das hier sind die einzelnen Bausteine. Hier seht ihr 100 Lebenspunkte, hier seht ihr 231, hier sind es 592. Und man sieht auch unter CPU-Load, die brauchen 1 P-Flop.
hier so einen Reifen brauchen, 26 P-Flops. Gehen wir zurück, sehen wir oben bei der CPU. Hier wieder die P-Flops, vorhin haben wir ja erhöht mit den einzelnen Steinchen hier. Und wenn ihr jetzt überlegt, wir machen 10 Reifen dran, bauen wir 10 mal 24 oder sowas, dann haben wir schon die Hälfte weg. Wenn wir jetzt hier so einen Reifen wegnehmen würden, dann haben wir jetzt nur noch 187 P-Flops. Das heißt, wir können natürlich anderes Zeug mehr dran machen. Also wenn man nur 4 Reifen dran hat, fährt es auch. Dann haben wir halt mehr P-Flops für alles Mögliche drumherum. Ja, in diesem Tech-Baum seht ihr auch hier noch Schutzschilde, die könnt ihr dran montieren. Hier sind noch ein paar Packets, die für Stabilität sorgen sollen. Hier sind einzelne Waffen, Maschinengewehr, Railgun, Plasmakanone, Mega-Launcher ganz oben. Tesla Blade, damit kann man den Gegner umfahren und macht ihm damit anscheinend auch Schaden. Ja, Damage 47.000, ordentlich. Ja. Hier gibt es noch Top Mount, ist auch anscheinend ein kleiner Unterschied zwischen den MG. Hier gibt es noch Nanotech Disruptor. Die machen auch ordentlich Bums, brauchen natürlich alle anderen. Entweder eine unterschiedliche Reichweite haben sie oder sie haben eine unterschiedliche Reload-Zeit. Maschinengewehr ganz schnell. Plasma Launcher braucht Ewigkeiten, 12 Sekunden zum Laden. Und hier ist auch wieder T3, T4 und so weiter dran. Ich zeige euch jetzt das erstes Mal den hier. Das hier ist jetzt das Grundgerüst meines Superwagen. Also ich bin damit bis T3, T4 bin ich weit gekommen. Also schon ja, im ersten Drittel der guten Leute. Und ich bin meistens immer unter den ersten drei Platzierten, weil mich kaum was trifft. Unter anderem liegt es daran, dass ich viele von diesen Schrägen benutze, an denen natürlich das meiste von der Munition abprallt. Zumindest sagt man das so und so scheint es wohl auch zu stimmen. Ihr habt hier die Möglichkeiten über C noch Würfel nachzukaufen, einzelne Teile, alles, was ihr gerade freigeschaltet habt. Unter anderem auch weitere Reifen, weitere Kanonen, Specials wie den Sitz und Heillampe, Headlampe. Ja, Kosmetiksachen für Echtgeld natürlich, sowie auch den weiteren Garagenslot. Es gibt hier eine Social-Ecke, da kann man dann Freunde einladen und eigene Platoons bilden mit bis zu drei Leuten, also man selber plus zwei weitere. So, ich zeige euch aber mal, wie man einen guten Robo baut, der eigentlich ja, 50% auf jeden Fall der Leute platt macht und auch ziemlich lange überlebt. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie weit man ist. Ich nehme das Ding hier einfach mal auseinander. Man kann auch Rechtsklick gedrückt halten, dann beißt er sich hier einfach durch, fertig und weg ist er. So. Jetzt haben wir die Sachen eingesammelt, gehen wir in die zweite Garage, denn da habe ich ja schon was vorbereitet. So sollte dann das Grundkonstrukt aussehen. Ihr habt hier einen Sitz dran. Ein paar Reifen, welche die lenken können, das sind die hier. Nehmen wir mal den Sitz so lange weg. Ja, und da bauen wir jetzt dran auf. Jetzt haben wir Q gedrückt, nehmen uns hier den freien Würfel. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier auf jeden Fall eine Sitzplattform hinbekommen. So. Das ist ganz praktisch, wenn er links und rechts gleichzeitig macht. Dann kann man auch auf der Punkttaste kann man das Ding auch ein bisschen höher machen, damit wir gleich auch von unten dran kommen. Und da können wir dann jetzt schon anfangen, die ersten Schrägen dran zu setzen. Das wäre dann hinten. Mit vorne lenken wir. Und dasselbe machen wir hier auf der Seite auch.
Wir benötigen dieses Grundkonstrukt, da wir die Schrägen nicht einfach so an die anderen Schrägen dran kriegen. Wir brauchen immer eine gerade Fläche, um eine Schräge anzubauen. Ja, so auf jeden Fall nicht. Also ich kriege jetzt hier zum Beispiel kriege ich keine Schräge dran. Seht ihr das? Also da muss irgendwo ein Würfel sein. Deswegen knall ich immer erst vorher irgendwo ein paar Würfel hin. Und pack dann da die Schrägen mit dran. So. Das hier wird dann die nächste Ebene. Nee, so rum nicht. Ihr seht, er macht das da hinten auf der anderen Seite auch. So. Somit kann ihn jetzt hier rundherum fast nichts mehr was anhaben. Hier in die Ecken machen wir noch so einen kleinen Eckstein. Dasselbe machen wir da auch. So. Und somit prallt dann auch alles, was in die Ecke geschossen wird, von ihm ab. Ich werde euch in einem Video auch einfach mal 150 verschiedene Panzer zeigen. Können wir mal dicht machen. Hier ist vorne. Da machen wir dann auch direkt den Sitz hin, denn ohne Sitz kann er nicht fahren. Den Sitz machen wir ungefähr so. Nicht zu weit vorne, denn wir möchten ja auch, dass der nicht direkt, wenn das von vorne angeschossen kommt, stirbt. Dementsprechend wird er natürlich auch eingemummelt hier. So, jetzt haben wir hier oben noch von 425 P-Flops sind es jetzt noch 377 übrig. Jetzt müssen wir natürlich mal nach Kanonen gucken. Was packen wir hier für Kanonen drauf? Wie viel verbrauchen die? Dann packen wir hier vorne zwei hin. Dahinter zwei. Und jetzt wird es schon eng. Das heißt, ihr müsst dann jetzt, je nachdem was für ein Level ihr bekommt, immer wieder eine neue Kanone nachrüsten. Dann nur X eben ausschalten hier. Und ich brauche einen Cube hier hinten noch drauf. Ah, das wird ein bisschen eng. Ich weiß nicht, ob da die Kanone noch drauf passt. Ne, wie viel braucht die denn? Die braucht 10. Das heißt, ich müsste mindestens 6 Cubes wegnehmen. Könnte man natürlich machen. Man findet überall immer welche, die man entfernen kann. Zum Beispiel könnt ihr später hier nachrüsten. Ja, dass euch jetzt hier unbedingt jemand unten reinschießt, ist selten. So. Wir können natürlich auch die hier ein bisschen weiter in der Mitte packen. Jetzt habt ihr erstmal 5 Kanonen. Und jetzt, wenn ihr jedes Mal jetzt 2 Level steigt, könnt ihr halt welche nachrüsten. Hier können wir mal eben die beiden noch wegmachen und runterrücken und das Ding dran machen und klettern jetzt hier drunter. Und für jeden Würfel, den wir jetzt hier wegnehmen, können wir natürlich einen neuen dran machen. Und somit machen wir jetzt hier unten erstmal die Schrägen weg. Schrägen hin, die Garden weg. So. Ist ganz einfach, geht ganz schnell. So, und das hier ist der erste 5-Minuten-Truck. Sollen wir hier mal eben nochmal jetzt da einen dran machen? Ja, dann können wir noch hier einen machen. So, jetzt sind wir voll mit 425 Flops. Wie ihr seht, der fährt. Jetzt zählen wir eben nach. 2, 4, 6, 8, 9. Ja, man könnte ihn jetzt noch mal eine Stufe länger machen. Ich glaube, ich habe meinen hinten verdoppelt, weil viele fahren an dir vorbei, drehen sich um und schießen dir von hinten rein. Und wenn dir dann das Stück hier abfällt, dann brauchen die nur entlang der Reifen zu schießen. Mit 5, 6 Kanonen fallen die Reifen ab. Also habe ich einfach hinten doppelt so viel gemacht und dasselbe mache ich dann vorne auch, dass ich dann vorne halt, man sieht das ja, um mich zu schützen selber,
alles voll habe. Deswegen fahre ich auch immer seitlich, damit die Leute mir ja hier auf die Seite schießen und dann drehe ich einmal um, dann können sie mir hier drauf schießen, dann drehe ich nochmal um, schießen sie mir auf die andere Seite. Und damit schaffe ich meistens mindestens ein, wenn nicht zwei oder drei, je nachdem, was für einer kommt. Jetzt gibt es ein Problem in dem Spiel, da das da unten hier mit den Tierdingern eingeteilt ist, kann es natürlich passieren, dass wenn ich jetzt die Hälfte abbaue, ich genug Platz habe, um Tier 2 Kanonen dran zu machen. Die machen natürlich doppelt so viel Damage und der Gegner ist natürlich doppelt so schnell tot. Das heißt, ihr müsst jetzt damit erstmal klarkommen und packt dann später Tier 2 Kanonen oben drauf. Das heißt, jetzt zum Beispiel hätte man noch genug Platz und könnte wahrscheinlich 2, 3 oder 4 Tier 2 Kanonen dran packen. Und dann werdet ihr nochmal doppelt so stark. Dasselbe könnt ihr natürlich machen, wenn ihr jetzt dann noch ein Stück frei habt, könnt ihr natürlich auch dann Tier 2 Rüstungen dran machen. Zum Beispiel vorne eine Reihe, seitlich eine Reihe, hinten eine Reihe. Und somit seid ihr auch wie eine ganze Ecke geschützt. Das war's dann auch wieder und im nächsten Video zeige ich euch dann, wie wir mit diesem Tracker zurechtkommen. Bis dann, Leute, haut rein.